Und in dem Moment, wo die tot waren, hatte er das Gefühl, die Kontrolle darüber zu haben und hat dann auch nekrophile Dinge mit diesen Leichen getan. Ob er da wirklich was gegessen hat an den Leichen, ist nicht ganz sicher, aber er hat auf jeden Fall mit den Leichen Dinge getan. Mein Name ist Lydia Benecke. Ich arbeite als Psychologin unter anderem in einer JVA mit Sexual- und Gewaltstraftätern. Zu meinen Klienten zählen Vergewaltiger, Mörder und Kindesmissbrauchstäter. Hallo Lydia. Baby Yoda möchte von dir wissen, was genau tut eine Kriminalpsychologin? Ich habe mehrere Arbeitsplätze. Der eine Arbeitsplatz ist eine spezielle JVA für Sexual- und Gewaltstraftäter und ich bin dort im Leitungsteam der Gewaltstraftätergruppe. Das heißt, dort arbeite ich therapeutisch mit Menschen, die andere getötet haben, auch mit Leuten, die aus Kriminalität ausgestiegen sind, aus Organisierter und auch Serienbankräuber oder Serienbrandstifter. Das sind die Gewaltstraftäter, mit denen ich da zusammenarbeite. Dann habe ich eine Sexualstraftäterambulanz als zweiten Arbeitsplatz. Dort sind ganz verschiedene Sexualstraftäter Menschen, die Menschen vergewaltigt haben, Menschen, die Kinder missbraucht haben und auch entlassene Sexualmörder. Und in dieser Ambulanz kommen die Leute halt. Hin, wenn sie Bewährungsauflagen haben, das heißt, sie sind nicht mehr in Haft, sondern sie sind schon draußen, wenn sie zu uns kommen. Außerdem mache ich an Wochenenden, immer zwischen Freitag und Montag, Vorträge und Fortbildungen und auch Fallberatungen für verschiedene Berufsgruppen, also Polizisten, Juristen, Psychologen, Psychiater, Bewährungshelfer, ganz verschiedene Berufsgruppen. Außerdem mache ich auch Fortbildungen für... Normale Bürger sozusagen. Also ich mache Vorträge, wo ich den Durchschnittsbürgern erkläre, warum wir eigentlich Straftäter erforschen, warum es wichtig ist zu verstehen, warum die Verbrechen begehen, weil wir nur mit diesem Wissen Verbrechen verhindern können. Kiko fragt sich, wie laufen deine Therapiesitzungen ab? Es gibt bei Therapien verschiedene Phasen. Typischerweise erstmal, wenn so ein Straftäter ankommt, Will der häufig nicht so gerne reden und schämt sich auch häufig für das, was er getan hat. Wir haben dann eine Anfangsphase, wo wir Diagnostik machen. Das heißt, wir reden über die Biografie, wir machen Persönlichkeitstests mit den Straftätern und wir fangen an, zu denen eine therapeutische Beziehung aufzubauen, dass die langsam anfangen, so ein bisschen Vertrauen zu gewinnen und auch ein bisschen offener sprechen können. Und wenn die dann merken, dass sie das können, weil wir damit professionell umgehen und sie nicht direkt abwerten, sondern versuchen eben professionell ihnen zu helfen, dann fangen sie auch an, die Dinge zu erzählen, die sie eigentlich nicht erzählen möchten. Und unsere Erfahrung ist, dass nachdem die Täter langsam das Vertrauen gewonnen haben, dass die oft sogar ganz erleichtert sind, dass sie das alles loswerden können, weil sehr häufig die Täter sich selbst nicht gut fühlen, damit Täter zu sein und eigentlich jemanden möchten, der ihnen hilft zu verstehen, warum sie so geworden sind und wie sie verhindern können, nochmal Täter zu werden. Also ganz viele Täter sind sehr dankbar dafür. Liegen dann Patienten wie bei Freud auf einer Couch? Gute Frage. Sie liegen nicht auf einer Couch, weil die Methode von Sigmund Freud, die ist schon ein bisschen veraltet und die wird so in der Form auch nicht mehr wirklich angewandt und bei uns ist es ein recht normaler Gesprächsraum mit zwei Sesseln und einem Tisch dazwischen und so spricht man von Sessel zu Sessel miteinander und da gibt es keine Couch. Sind die gefesselt, die Täter? In der JVA ist das Arbeitssetting so. Die Täter kommen rein, sind nicht gefesselt, aber wir haben an unseren Körpern Personensicherungsgeräte. Das sind so kleine Geräte, die so aussehen wie altmodische Handys. Und da kann man einen Alarmknopf drücken, der dazu führen würde, dass in sehr, sehr schneller Zeit ein paar bewaffnete JVA-Beamte reinrennen und etwas tun würden, wenn also die Situation eskalieren würde. Ich muss aber dazu sagen, dass solange ich in diesem Job arbeite, und das tue ich seit elf Jahren, das noch niemals in unserer Anstalt nötig war in der ambulanz sind die täter weder gefesselt noch haben wir personensicherungsgeräte das heißt ich sitze da auch mit tätern die zum beispiel vergewaltigung begangen haben ohne so ein sicherungsgerät man muss jetzt aber dazu sagen dass die täter bereits draußen sind das heißt sie wurden entlassen weil man davon ausgeht dass sie nicht einfach so unkontrolliert jemanden angreifen und unsere erfahrung ist auch die dass wir die täter gut genug einschätzen können so dass wir auch risikosituationen einschätzen können und auch hier habe ich noch nie erlebt Persönlich in all den Jahren, dass es notwendig gewesen wäre, da Hilfe zu rufen. Toni möchte von dir wissen: gibt es einen Straftäter, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? 2008, am Ende des Psychologiestudiums, habe ich ein Praktikum in dem Gefängnis gemacht, in dem ich immer noch arbeite. Und während des Praktikums war ich in einer Kindesmissbrauchstätergruppe, wie wir sie nennen. Dort kam ein junger Mann rein, der war Mitte 20, also genauso alt wie ich. Und der hatte. Dort schon mehrere Kinder missbraucht zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben, was natürlich für mich aus der Perspektive einer gleichaltrigen sehr sehr krass war. Der hat mehrere Jungs schwer sexuell missbraucht. Und jetzt saß der dort und wollte erstmal gar nicht reden. Und im Laufe der Therapie stellte sich langsam heraus, dass er selbst in einem Kindesmissbrauchsring aufgewachsen ist. Das bedeutet, er war eigentlich in einem Ghetto als Kind. Seine Mutter war überfordert, er hatte noch einen kleinen Bruder. Er war die ganze Zeit auf der Straße dort in diesem Ghetto. Da kam ein Mann, der sagte, er ist Sozialpädagoge, war er auch, und der dann gesagt hat, ich kümmere mich hier um die armen Kinder, die hier alle so vernachlässigt sind. In Wirklichkeit war dieser Mann aber leider ein pädophiler Mann, der seine sexuellen Fantasien an Kindern ausleben wollte, die sehr bedürftig waren. Und leider war der junge Mann, der dann bei mir gelandet ist, war. Ein Junge, den dieser Mann auserkoren hat, als das Kind, das er am intensivsten missbrauchen wollte. Und dieser dieser Täter hat jetzt diesen Jungen und seinen kleinen Bruder aufgenommen wie ein Stiefvater, hat auch zu der Mutter Kontakt aufgenommen, hat die Mutter total manipuliert und hat er halt erzählt, dass er so ein großes Herz hat und die Jungs doch so begabt sind und er will sie fördern. Und das endete damit, dass die Jungs quasi de facto bei ihm eingezogen sind und die Mutter so dankbar war für diesen scheinbaren Samariter. Und die Jungs wurden dort systematisch sexuell missbraucht. Parallel dazu hat aber dieser Mann ihnen schöne Kleidung gekauft, schöne Spielsachen. Er hat mit ihnen ganz viel unternommen. Die Jungs wurden besser in der Schule, weil dieser Mann ihnen auch ganz viel Nachhilfe gegeben hat. Und niemand hat erkannt, dass es eine Masche war, um die Kinder komplett emotional abhängig machen zu können und sie dann zu missbrauchen. Dieser Mann hat auch Kindesmissbrauchsdarstellungen, wie wir sie nennen, produziert. Das heißt, er hat auch Videokassetten verkauft, auf denen Missbrauch zu sehen war und hat auch nicht nur diese zwei Jungs missbraucht, sondern auch viele andere. Und jetzt denkt man sich, wenn doch ein Junge erlebt, dass er schwer sexuell missbraucht wird, immer und immer wieder. Wie kommt der denn dazu, später dasselbe mit anderen Jungen zu machen? Das Problem ist nur, dass der so, man muss schon sagen, gebrainwashed war von dieser ganzen Erziehung dieses scheinbaren Stiefvaters, dass dieser Mann dem Jungen beigebracht hat, wenn du jemanden lieb hast, dann musst du mit dem auch Sexualität leben, auch wenn du acht oder neun Jahre alt bist. Und er hat überhaupt nicht verstanden, was ist richtig und was ist falsch und was ist gut und was ist böse. Man hat das komplett kaputt gemacht in ihm als Kind. Und als er dann älter wurde, hat dieser junge Mann selbst eine Kernpädophilie entwickelt. Das heißt, dass er selbst nur noch sexuelle Gefühle hatte für kleine Jungs. Und er glaubte aber, das sei doch alles okay. Er dachte, das ist in Ordnung so. Und dieser Stiefvater, der hat ihm auch beigebracht: Ja, die Gesellschaft, die versteht das nicht, die diskriminieren uns, die da draußen sind doch alle verrückt und bei uns ist alles perfekt. Das heißt, er wusste wirklich nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und sein jüngerer Bruder, der auch von diesem Mann vergewaltigt wurde, sehr viele Jahre, der ist nicht kernpädophil geworden, der ist nicht zum Täter geworden. Der ist aber chronisch depressiv geworden und hat immer wieder mit Suizidalität gekämpft. Das heißt, beide Jungs hatten schwerwiegende psychische Folgen. Und im Laufe der Therapie die beide gemacht haben, der eine im Gefängnis und der andere eben draußen, haben sie gemerkt, dass dieser Stiefvater sie nur ausgebeutet hat und haben ihn auch vor Gericht gestellt letztendlich. Und er hat bis zum Ende vor Gericht beteuert, dass er nur immer das Beste getan hat und dass er eine tolle Beziehung zu denen hatte. Das ist auch wichtig. Die haben den sogar noch besucht, als sie erwachsen waren. Die haben den immer noch als ihren Vater empfunden, emotional. Also es ist ganz tragisch, wie weit die wirklich psychisch zerstört wurden. Johanna möchte von dir wissen, wie viele der Straftäter sind in ihrem Leben selbst Opfer von sexueller Gewalt geworden? Es ist nicht so, dass man sagen kann, alle Täter, die selber Sextäter werden, haben so etwas als Opfer erlebt. Das kann man nicht sagen. Es fällt uns aber auf, dass viele von solchen Dingen berichten. Und manche stellen auch bei uns erst fest, dass sie Missbrauch erlebt haben. Das ist auch sehr interessant. Denn gerade wenn sie sexuelle Übergriffe durch Frauen erlebt haben. Denken die Täter oft, na, Frauen missbrauchen ja gar nicht. Also war das ja gar kein Missbrauch. Also ein Beispiel: einer hat gesagt, mit acht Jahren haben meine Eltern immer Partys in ihrer Wohnung veranstaltet. Ich war halt klein und sollte dann ins Bett gehen. Und dann waren da viele Leute und die waren auch teilweise angetrunken. Eines Tages kommt eine Frau Mitte 20 in mein Kinderzimmer. Die ist schon ziemlich angetrunken und bringt mir so einen kleinen Wodka mit. Dann habe ich den getrunken und war schon ganz bedämmert. Und dann hat sie gesagt: So, und weil du so ein großer Junge bist, bringe ich dir jetzt Zungenküssen bei. Und dann hat die angefangen, den achtjährigen Jungen zu küssen und auch eben anzufassen und wir haben erst spät in der Therapie über diesen Vorfall geredet, weil der gesagt hat, Frauen missbrauchen nicht. Ich habe halt gedacht, äh, na ja, das war halt komisch, aber was auch immer. Also er hat das gar nicht als Missbrauch interpretiert, weil er dachte, eine Frau ist kein Täter. Meine Erfahrung ist also, wenn sexuelle Übergriffe von Frauen begangen werden, dann ist das den Opfern oft gar nicht als sexueller Übergriff klar. Sie wissen, es war unangenehm, es war peinlich, aber sie ordnen es nicht richtig zu. Und davon hatte ich Viele Geschichten und keine einzige der Geschichten, wo eine Frau eine Täterin war in den Biografien meiner Täter, ist jemals angezeigt worden. Hermine fragt sich, wie rechtfertigen Pädophile ihre Taten? Klassiker für Missbrauchstäter sind, na ja, eigentlich ähm, war ich ja gar nicht so böse wie andere. Und ganz oft sagen die, na ja, ich habe halt geguckt, ähm, ob das Kind mitgeht. Zum Beispiel wir haben gekuschelt oder gekäbelt. Und beim Käbeln dann habe ich auch schon mal die Hand vielleicht in Regionen getan, die nicht angemessen waren. Aber das Kind hat erst mal gar nicht reagiert und das Kind hat gar nicht nein gesagt. Das Problem ist, dass der Erwachsene natürlich Macht hat über das Kind und dass in aller Regel eine Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zwischen Täter und Opfer besteht in diesen Fällen. Das heißt, das Kind Versteht gar nicht, ab wann das, was der Erwachsene tut, dem es vertraut, nicht mehr okay ist. Und die Täter interpretieren aber das als Zustimmung. Und dann gehen die immer weiter und belohnen die Kinder auch. Das heißt, wenn sie noch einen Schritt weiter gehen, dann wird hinterher zum Beispiel mit dem Kind ein Eis gegessen, ein schöner Film geguckt. Das heißt, die bringen dem Kind bei, wenn du was Schönes erleben willst mit deiner Bezugsperson, dann musst du Dinge aushalten. Das müssen die nicht mal sagen, weil das Kind merkt das ja. Das heißt, die manipulieren das Kind und die Täter lügen sich selber, indem das, was sie mit den Kindern machen, wie sie sie manipulieren, für sie dann die Rechtfertigung ist. Und diese ganzen Rechtfertigungsstrategien, die lösen wir in der Therapie auf. Biggest in Town fragt sich: Sind manche Menschen von Natur aus böse? Es gibt nicht das Gen des Bösen, sondern es gibt manchmal eine Mischung aus Gen und Umwelt, die dann vielleicht ein negatives Ergebnis hervorbringt. Beispiel: Jeffrey Dahmer war ein ganz bekannter Serienmörder und der hat halt junge Männer getötet. Immer wieder. Sein Problem war, dass er große Verlassensängste hatte. Und jedes Mal, wenn ein junger Mann, in den er sich verliebt hatte, er war nämlich homosexuell, wenn so ein junger Mann dann gesagt hat, ja, war schön mit dir, aber ich würde jetzt gerne nach Hause gehen, da hat er panische Verlassensangst bekommen, ist extrem sauer geworden, wütend, voller Hass und hat dann häufig diese jungen Männer getötet. Und in dem Moment, wo die tot waren, hatte er das Gefühl, die Kontrolle darüber zu haben und hat dann auch nekrophile Dinge mit diesen Leichen getan. Ob er da wirklich was gegessen hat an den Leichen, ist nicht ganz sicher, aber er hat auf jeden Fall mit den leichen dingen getan. Dann fragt man sich, woher kommt das? Das problem war, dass man damals nicht erkannt hat, dass die mutter von ihm eine unbehandelte borderline erkrankung hatte. Da spricht so einiges dafür, dass das so war. Und der Jeffrey war die ganze Zeit mit einer Mutter zu Hause, die mal total gute Laune hatte, dann wieder total schlechte Laune und dann wütend geworden ist. Die war total unvorhersehbar in ihren Emotionen. Und der Papa war nicht zu Hause, weil er mit der Ehe so ein bisschen überfordert war und sich in seine Arbeit zurückgezogen hat. Und wahrscheinlich war es bei Jeffrey so, dass er eine genetische Anlage bekommen hat zur emotionalen Instabilität. Es gibt so eine gewisse Anlage, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand dann ein bisschen instabiler ist als andere. Aber das macht noch keine psychische Erkrankung. Das Problem ist nur die Kindheit mit der Mutter, die total chaotisch und eben für ihn unberechenbar war, die hat offenbar ausgelöst, dass diese genetische Anlage bei ihm sich immer mehr zu einer Störung entwickelt hat. Und als er erwachsen war, hat er selbst eine ganz schwere Form von Borderline Persönlichkeitsstörung entwickelt, kombiniert auch mit anderen Störungen, unter anderem mit einer sehr narzisstischen Persönlichkeit, und das hat dann dazu beigetragen, dass er später zu diesem Täter wurde. Das heißt, die Gene aber auch die Kindheit in Zusammenspiel haben bei ihm bewirkt, dass er dann zu dem geworden ist, was er dann war. Niemand wird böse geboren und es ist immer eine Mischung aus Genen und Umwelt und ihrer Kombi. Stelios Kontos fragt, kann also jeder zum Mörder werden? Tatsächlich sagt die Forschung, dass man fast jeden Menschen dazu bekommen kann, unter ganz bestimmten Umständen einen anderen Menschen zu töten. Ein Beispiel. Heutzutage gibt es sehr viel weniger Fälle in unseren Breitengraden, wo Ehefrauen ihre Ehemänner vergiften. Das war vor 200 Jahren sehr viel verbreiteter als heute. Jetzt ist die Frage, werden die Frauen netter? Wahrscheinlich nicht, sondern vor 200 Jahren war es für eine Frau nicht möglich, sich scheiden zu lassen. Die wäre finanziell und sozial ruiniert gewesen. Das ging nicht. Das heißt, wenn Frauen vor 200 Jahren in einer extrem unglücklichen Ehe waren, gab es keinen Ausweg außer dem Tod des Gatten. Und heutzutage scheint es so zu sein, dass genau diese Delikte deutlich abgenommen haben, weil Frauen eine andere Wahlmöglichkeit haben, weil sie sich scheiden lassen können und diese Ehe beenden können auf eine andere Art. Das heißt ja, dass Frauen, die heutzutage vielleicht sagen, ich würde niemanden umbringen, never, ever dass die vielleicht, hätten die vor 200 Jahren gelebt, in einer Lebenssituation gewesen wären, in denen sie vielleicht diese Entscheidung getroffen hätten, ihren Gatten zu vergiften. Und das ist ein Beispiel dafür, dass auch die Umwelt, in der ein Mensch lebt, die Lebenssituation manchmal mit darüber entscheidet, ob er vielleicht zum Täter wird oder nicht. Peter Mietz-Pahn möchte von dir wissen, was war dein größter Erfolg als Kriminalpsychologin? Also der größte Erfolg bisher und der auch ungewöhnlichste Fall war ein Fall, in dem ein Mann die Idee hatte, Menschen in den Tod zu treiben, nämlich Frauen, die er sexuell attraktiv fand, weil er Tötungsfantasien hatte. Und er glaubte, er könnte das tun, ohne ins Gefängnis zu müssen, indem er diese Frauen dazu manipuliert, sich selbst zu töten. Und er hat sich ganz bewusst Internetforen gesucht, wo suizidale Frauen waren, die eigentlich Hilfe suchten, hat sich erstmal als Helfer dargestellt, ihr Vertrauen gewonnen und dann, als das Vertrauen gewonnen war, systematisch diese Frauen destabilisiert und sie immer mehr auf suizidale Gedanken gebracht. Und in einem Fall... Hat er es leider geschafft, dass eine junge Frau durch diese Manipulation, die er betrieben hat, während sie im Chat mit ihm war, sich selbst erhängt hat, nach seiner Anweisung? Die Eltern dieser jungen Frau haben dann die Chatprotokolle gefunden, waren entsetzt, gingen zur Polizei und haben dann gehört: Ja, das ist tragisch, aber leider irgendwie keine Straftat. Wir haben hier keinen Ermittlungsansatz. Da waren die Eltern natürlich nachvollziehbarerweise schockiert und haben gesagt: Also, wenn die Polizei uns sagt, die können uns jetzt nicht helfen, dann gehen wir an die Presse. Und dann haben sie verschiedene Pressestellen kontaktiert und eine dieser Pressestellen hat dann auch wirklich selber ermittelt, weil ja die Polizei gesagt hat, ja, wir können leider nicht ermitteln. Und die haben den ausfindig gemacht, aber nicht seine echte Identität, sondern sie haben ihn entdeckt in einem Chat, weil der eine ganz bestimmte Art hatte, auch zu schreiben und zu kommunizieren. Sie wollten ihn dazu bringen, Dinge zu äußern, die es möglich machen würden, ein Verfahren gegen ihn zu eröffnen. Und einer der Journalisten kannte mich und hat mich gefragt, ob ich den helfen kann. Und ich habe mich mit einem Juristen besprochen und mit dem zusammen überlegt, wie das am sinnvollsten wäre, damit man vielleicht auch mal eine Ermittlung in Gang bringen kann. Und dann habe ich mit diesem Täter gechattet unter einem Fake Alias und habe mich dort als eine Frau ausgegeben, die genau seinem Beuteschema entsprach und habe in diesem Chat sein Vertrauen gewonnen. Also während er versuchte, mich zu manipulieren. Muss ich sagen, habe ich ihn manipuliert und habe tatsächlich in diesen Chats ihn dazu gebracht, dass er offenbart hat, was er eigentlich für Fantasien hatte, nämlich sexuelle Vergewaltigungs- und Tötungsfantasien. Und diese Chats waren sehr wichtig, weil als er dann später vor Gericht kam, weil eine Frau beinahe von ihm getötet worden wäre, er hat sich nämlich parallel dazu auch mit anderen Frauen unterhalten in Chats und hat eine dazu gebracht, zu ihm zu fahren. Und er wollte dabei anwesend sein und auch selber Hand anlegen, wenn sie sich in einem Wald erhängen würde. Und er dachte sich, diese Frau hat ja schon eine Vorgeschichte psychiatrischer Erkrankungen und auch Suizidalität. Und wenn die dann irgendwo in einem Wald aufgefunden wird, da kommt doch keiner drauf, dass das eben vielleicht kein Suizid war. Das war sein Plan. Und Gott sei Dank ist dieser Plan verhindert worden und die Polizei konnte eingreifen, als er diese Frau gerade in seinem Auto hatte. Dort hat man auch. Dinge gefunden, also unter anderem einen Galgen- und Fesselwerkzeug, die gezeigt haben, dass er auch vorbereitet hat, diese Frau dort in diesem Wald auch zu erhängen. Und als dann die Verhandlungen begannen und er versuchte, sich rauszureden und ernsthaft versucht hat zu behaupten, dass sein BDSM-Rollenspiele, was eine sehr, sehr faule Ausrede war, da wurden die Chats auch wichtig, die ich mit ihm geführt habe, indem er nämlich ganz klar gezeigt hat, er hat Tötungsfantasien, er will die ausleben, er hat das überhaupt nicht im Griff. Und ich war sehr froh, dass also da auch mein Wissen geholfen hat, um zu belegen, mit was für einem gefährlichen Täter wir es da zu tun hatten. Und dieser auch juristisch sehr ungewöhnliche Fall hat dazu geführt, dass der Täter zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde und auch bis heute im Gefängnis sitzt. Klabusterbeere möchte wissen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Pornografie und Sexualstraftaten? Die Frage des Zusammenhangs zwischen Pornografie und Sexualstraftaten ist sehr stark umstritten. Aber ich kann zumindest sagen, es gibt zum Beispiel den Bereich der Gewaltpornografie, wo tatsächlich beispielsweise von Firmen Fake-Vergewaltigung oder sogar Fake-Tötungsdelikte in einem pornografischen Kontext produziert werden mit Schauspielern. Die Daten, die man bisher in diesem Bereich gesammelt hat, wobei hier noch sehr viel Forschung definitiv notwendig ist, die weisen aber eher darauf hin, dass sehr, sehr viele Menschen zum Beispiel solche Fantasien haben und dann im Internet sich auch solche Dinge anschauen und keine Straftaten begehen, was erstmal sehr überraschend ist. Ich habe Interviews gemacht mit Menschen, die sich solches Material im Internet anschauen. Die meisten haben gesagt, nee, ich bin ganz sicher, dass ich niemals so eine Tat begehe, weil die gesagt haben, ich hatte solche Fantasien schon früher. Und habe dann im Internet Sachen gefunden, die zu meinen Fantasien passten. Also man beachte, sie haben nicht die Fantasien durch das Internet entwickelt, sondern sie haben im Internet das gesucht, was zu ihren Fantasien passte. Und die haben dann gesagt, naja, ich habe ein Gewissen und ich weiß, wenn ich sowas tun würde, dann würde ein echter Mensch wirklich sterben. Und dadurch wurde mir klar, dass nicht solche Fantasien und auch nicht der Konsum dieser Pornografie den Täter erschafft, sondern dass es eigentlich darum geht, ob dieser Mensch wirklich sein Gewissen spürt. Und ob dieser Mensch auch zwischen Realität und Fantasie unterscheiden kann. Und deine Klienten, die können nicht zwischen Fantasie und Realität unterscheiden? Also, meiner Erfahrung nach und auch unseren wissenschaftlichen Forschungen nach, ist es eher so, dass viele Vergewaltiger gar nicht prinzipiell die Fantasie haben jemanden zu vergewaltigen, sondern dass die meisten auch von denen dann eher aus einer akuten Krise heraus und häufig aus Wut handeln. Ich hatte ganz viele Vergewaltiger in Behandlung, die da saßen und gesagt haben, nein, ich will nicht darüber reden und ich verstehe das auch gar nicht, weil ich bin eigentlich gar nicht so und die da saßen und gesagt haben, also hätten sie mich ein paar Stunden vorher gefragt, hätte ich geschworen, dass ich niemals so eine Tat begehen könnte und dann sagen die gerne das passiert mir auch nie wieder, also wir brauchen gar nicht reden. Dann sage ich, sie sagen, sie sind sicher, sie brauchen keine Therapie, weil das wird nie wieder vorkommen. Aber haben sie mir nicht gerade gesagt, dass sie ein paar Stunden vor der Tat geschworen hätten, dass sie niemals sowas tun? Und die so, ja. Und ich sage, und was macht sie jetzt so sicher? Dass sie es jetzt verhindern können, das nochmal zu tun? Und dann, dann gucken die und sagen, oh Gott, ja. Und dann werden die verunsichert und das ist manchmal ein Einstieg in eine Therapie. Die ultimative Wurst möchte von dir wissen, kann man Sexualstraftäter überhaupt therapieren? Ich sage immer, Therapie von Straftätern ist ein bisschen so, wie wenn du einen Arzt fragst, der Krebs behandelt, kann man Krebs therapieren? Da würde der Arzt vielleicht sagen, kommt auf die Art des Krebses an und äh, wie der Mensch sonst so gesundheitlich aufgestellt ist und welche Medikamente wir haben. Wenn wir das alles beobachten bei jemandem, dann können wir sagen, der hat eine gute Überlebenschance, der nicht. Das heißt, bei Straftätern ist es auch so, wir gucken uns an, welche Risikoeigenschaften hat der. Und wie läuft es dann im Laufe der Therapie? Und bei manchen können wir sagen, wir schaffen es, den so zu verändern, dass der jetzt anders mit sich umgeht und kein Täter wird. Und bei anderen müssen wir sagen, das sieht nicht gut aus und wir haben nicht die Mittel, um den zu verändern. Und dann geht der Fall im Prinzip an die Juristen. Die Juristen müssen entscheiden, was dann mit diesen Fällen passiert, die aus unserer Sicht nicht behandelbar sind. Toni fragt sich, findest du das deutsche Sexualstrafrecht gerecht? Glücklicherweise habe ich mich entschieden, nicht Jura zu studieren, sondern Psychologie. Das bedeutet, Jura ist komplett nicht mein Fachgebiet. Und weil ich kein Fachmann in diesem Gebiet bin, maße ich mir auch nicht an, unser Strafrecht ernsthaft beurteilen zu können. Und deswegen kann ich dazu wirklich keine Meinung äußern. Don't Know You möchte wissen, was war deine größte Niederlage als Kriminalpsychologin? Ich hatte da einen Fall, der wirklich ganz tragisch war, den ich nie vergessen werde, wo ein Vergewaltiger bei mir gelandet ist nach einer Haftstrafe. Er hatte in Haft bereits eine Therapie angefangen, aber hat sie nicht zu Ende geführt, weil die Haft vorher endete. Dann landete er in meiner Ambulanz und es kristallisierte sich heraus, dass er sehr manipulativ war und dass er offensichtlich eine unbehandelte Borderline-Erkrankung hatte was in seinem Fall ein echtes Problem ergab, weil seine schwere Vergewaltigung, wegen der er bereits in Haft gesessen hatte, offensichtlich damit zusammenhing. Er hatte sich von mehreren Frauen sehr verletzt und gekränkt gefühlt und durch einen bestimmten Anlass ist er sehr wütend geworden und hat dann eine sehr, sehr brutale Vergewaltigung begangen. Als er dann bei mir ankam und mir klar wurde, dass diese Borderline-Erkrankung bei ihm in dieser Form noch gar nicht diagnostiziert wurde und auch überhaupt nicht behandelt wurde, war mir klar, dass das ein hohes Rückfallrisiko ist. Und ich habe ihm die ganze Zeit nahegelegt und dann auch mit Vehemenz, dass ich ihn in eine spezifische Therapie für die Borderline-Erkrankung schicken will. Das habe ich auch mit seinem Bewährungshelfer besprochen, weil ich gesagt habe, solange er nicht diese ausführliche Therapie macht, wird er, sobald es wieder eine Beziehungskrise gibt, in einen Hochrisikobereich fallen. Leider hat dieser junge Mann die Hinhaltetaktik durchgeführt, also dem Bewährungshelfer gesagt, ja, mache ich mal gucken, aber ich muss erstmal meinen Job machen. Leider, leider, obwohl ich es auch schriftlich und mündlich mehrfach so formuliert habe, hat diese Hinhaltetaktik so lange funktioniert, bis Genau das passiert ist, was ich bereits vorher gesagt habe, nämlich die Beziehung war in einer Krise und endete und er hat wieder eine Vergewaltigung begangen. Und mich hat daran extrem geärgert, dass ich es vorhergesehen habe, nicht weil ich hell sehen kann, sondern weil das angewandte Statistik ist und weil es leider sehr, sehr naheliegend war und das System nicht schnell genug gegriffen hat, um ihn zu zwingen, die Therapie zu machen, die das möglicherweise hätte abwenden können. Und das war grauenvoll. Holunderbusch. Möchte von dir wissen, hast du schon mal einen Fall abgelehnt? Ich hatte schon krasseste Täter, also Menschen, die auch sexuell sadistisch Kinder missbraucht haben, wo man natürlich menschlich und emotional sicherlich entsetzt ist, aber ich muss damit arbeiten können und deswegen tue ich es und kann es auch professionell. Jana See fragt sich: Fällt es dir schwer, den Tätern unvoreingenommen gegenüberzutreten? Ich würde diesen Job nicht machen, wenn ich nicht in der Lage dazu wäre, möglichst sachlich und professionell mit Tätern umzugehen. Und das ist auch der Grund, warum in dem Gefängnis, wo ich bis heute arbeite, es so ist, dass wenn ein Praktikant kommt, ein Psychologiestudent zum Beispiel, dass der erstmal in die Gruppe mit den Kindesmissbrauchstätern geschickt wird. Weil das heißt, das ist die Gruppe, mit der die meisten Menschen emotional am wenigsten zu tun haben wollen. Wir können uns nicht aussuchen, dass wir zum Beispiel nur mit Mördern arbeiten möchten, sondern wir müssen mit allen Arten von Tätern arbeiten und wenn uns das emotional zu sehr belastet, dann dürfen wir diesen Job einfach nicht machen. Wieder nicht die Täter nicht an? Ich habe Gott sei Dank die Fähigkeit wie alle meine Kollegen in diesem Bereich, dass ich unterscheiden kann zwischen der normalen menschlichen emotionalen Perspektive und der professionellen Perspektive. Und ich muss professionell auf die Täter schauen und muss ihn auch, wenn ich therapeutisch mit ihnen arbeite, vermitteln können. Dass ich mich nicht vor ihnen ekle und dass ich sie nicht hasse. Denn wenn ich diese Gefühle empfinden würde, könnte ich nicht therapeutisch mit ihnen arbeiten. Disappointed Dan möchte von dir wissen, welcher Fall hat dich emotional an deine Grenzen gebracht? Der Fall, der mich emotional wirklich auch sehr aufgewühlt hat und ich habe auch mit meinen Kollegen über diesen Fall geredet, weil wir da im Austausch waren im Team war einer, wo ein Stiefvater seine Stieftochter missbrauchte, die bei ihm aufgewachsen ist, die erkannte seit sie sehr klein war, dann wurde sie ein Teenager und er hat begonnen sie wirklich immer mehr zu missbrauchen, bis das Mädchen nicht mehr konnte und ihn angezeigt hat. Und nach dieser Anzeige hat zunächst die Mutter des Mädchens Schluss gemacht. Nach relativ kurzer Zeit ist sie wieder mit dem Mann zusammengekommen. Der Mann musste aber ausziehen. Und als die beiden wieder zusammen waren, gab es aber eine Auflage, nämlich, dass der Mann und das Opfer sich nicht begegnen dürfen. Der hat sich eine eigene Wohnung gesucht, an einem anderen Ort. Die Mutter blieb mit ihm zusammen, hat ihn aber nur getroffen, wenn die Tochter nicht dabei war, in seiner Wohnung. Und somit war die räumliche Trennung dann auch gegeben. Natürlich ist das hart für eine Tochter wenn sie sieht, ihre Mutter ist immer noch mit dem Täter zusammen. Richtig tragisch wurde es aber, als wir während der Therapie merkten, dass sich dieser Fall nicht gut entwickelt, dass dieser Täter seine Strategien im Kopf nicht auflöst zur Rechtfertigung seiner Taten und wir haben ein sehr, sehr ungutes Gefühl gehabt. Nicht nur Gefühl, sondern auch haben wir ihm mitgeteilt, dass wir glauben, dass er immer noch rückfallgefährdet ist und dass wir ihm auf jeden Fall abraten, jemals wieder mit dieser Stieftochter Kontakt zu haben, aus ganz vielen Gründen. Sobald die 18 war, ist er wieder in der Wohnung der Familie eingezogen, extrem gegen unseren Rat. Juristisch konnte man das nicht verhindern, weil es war jetzt eine Volljährige und ähm, es war keine Straftat. Und einige Zeit später ruft er uns an und sagt: Meine Frau hat gesagt, ich sollte mich vielleicht lieber noch mal melden, weil mir ist wieder die Hand ausgerutscht. Rationalisierungsstrategie, genau wie wir es vorher gesagt haben. Wir waren natürlich entsetzt wir haben ihm gesagt, dass wir das Feuer gesehen haben, dass er umgehend die Wohnung verlassen muss und dass wir mit seiner Frau reden wollen. Und die Frau ist ans Telefon, er hat uns also das Telefon auch gegeben und wir sagen zu dieser Frau, zu der Mutter des Mädchens, es muss umgehend eine räumliche Trennung erfolgen, wir meinen damit sofort. Da sagt diese Frau wörtlich, ich kann meine Tochter doch nicht rausschmeißen. Das war wirklich ein sehr anstrengender Fall und Menschlich, entsetzlich und auch wenn wir professionell mit sowas umgehen, muss ich sagen, hat mich das persönlich an meine Grenze gebracht. Ja. Final Boss 1 möchte von dir wissen, hat der Fall Susanne Preusker etwas an deiner Arbeit verändert? Dieser Fall ist natürlich in meinem Arbeitsbereich sehr bekannt. Da wurde nämlich eine Psychologin, die genauso wie ich Täter therapiert hat, von einem ihrer Klienten gefangen genommen und auch über mehrere Stunden festgehalten und vergewaltigt. Und das war natürlich ein grauenvoller Fall. Und leider ist die Susanne Preuska letztendlich wohl auch bedingt durch dieses Erlebnis am Ende durch Suizid gestorben. Und das ist ein Fall, der natürlich alle Menschen in diesem Arbeitsbereich menschlich beschäftigt hat. Aber wir wissen, das ist eben der krasse Worst Case, der menschlich total grauenvoll ist. Es ist aber trotz des Grauens dieser Geschichte unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen müssen wir mit diesem Risiko leben und wir können damit halt auch professionell umgehen, auch wenn wir natürlich alle menschlich besonders mitfühlen, weil das eine Kollegin war. Dimitri Nasia fragt sich: Hast du schon mal selbst einen Psychologen gebraucht? Tatsächlich haben wir Supervision in unserer. Arbeit, Supervision heißt, da kommt ein erfahrener Supervisor, der aus unserem Arbeitsbereich ist und mit dem können wir sowohl über Fälle reden, die uns zum Beispiel persönlich doch irgendwie belasten, wir können auch darüber reden, ob der meint, dass wir den richtigen Weg gehen in diesem Fall. Und das ist sehr wichtig, wir machen auch Supervision im Team, das heißt viele Kollegen reden zusammen auch über die Dinge, die sie vielleicht belasten. Und das ist die Art, mit der wir, glaube ich, auch mit den gefühlsmäßig belastenden Dingen in unserem Job sehr gut umgehen können. Und diese Supervisionen sind sicherlich notwendig. YouTube möchte wissen, hast du in deinem Privatleben die Angewohnheit, dein Umfeld psychologisch zu analysieren? Also, umso besonderer eine Persönlichkeit, ehrlich gesagt, umso eindeutiger kann man sie auch erkennen als zum Beispiel narzisstisch oder histrionisch. Und ja, das passiert dann automatisch, dass man denkt, ah, oh, okay, das ist halt sehr narzisstisch oder oh, das ist halt sehr histrionisch. Aber ich glaube nicht, dass das meine privaten Beziehungen beeinflusst, weil umso mehr man sich privat kennt, umso mehr ist man auf einer anderen Ebene. Und das habe ich eher so beim ersten Eindruck bei Leuten, dass die, die besonders sind, mir dann relativ schnell in eine Kategorie einfallen. Aber ich kann das dann auch im freundschaftlichen Kontext mehr oder weniger abschalten. Rosap fragt sich, wieso entscheidet man sich für einen solchen Beruf? Ich habe sowohl familiär als auch biografisch Bezüge zu Straftaten. Also in meiner Familie gab es zum Beispiel einen Staatsanwalt, das war der Bruder meiner Oma. Und der war mit dem Fall Karol Kott betraut. Das war in Polen, wo meine Familie herkommt, wo ich auch geboren bin, ein ganz, ganz bekannter Serienmörder. Ein junger Mann, der sehr brutal Menschen mit einem Messer getötet hat. Und mein Großonkel, der fand diesen Fall sehr interessant und hat mit dem auch geredet und war sogar bei seiner Hinrichtung dabei. Damals gab es noch die Todesstrafe in Polen und war ganz beeindruckt, dass dieser junge Mann auch im Angesicht seiner Hinrichtung komplett emotionslos geblieben ist. Und darüber haben wir uns später auch unterhalten. Und ich habe auch andere Familienangehörige, die zum Beispiel für die Polizei gearbeitet haben, also so ein bisschen familiäre Bezüge gibt es da. Und ich denke, das hat mich so ein bisschen in die Richtung bewegt. Und ich habe dann schon als Kind angefangen, mich mit Fällen zu beschäftigen und die aus der Zeitung auszuschneiden. Und das war die Grundlage für meine Berufswahl. Hast du schon mal einen Täter auf eine gewisse Art bewundert? Nee. Ich habe noch nie einen Täter bewundert. Und ich glaube, der Hintergrund ist, es gibt ja Menschen, die irgendwie scheinbar, das merke ich auch im Internet, so eine Art Faszination haben für manche Straftäter. Gerade bei Serienmördern ist das zu beobachten, dass die manchmal eine regelrechte Fangemeinde haben, was ich persönlich irritierend finde. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute, die meinen, sie wären Fans von solchen Tätern, dass die diese Täter nicht realistisch einschätzen. Denn jeder, der mit schweren Straftätern arbeitet, erkennt relativ schnell, dass die alle eigentlich mit ihrem Leben unzufrieden sind und ihr Leben nicht im Griff haben. Und da gibt es echt nichts, was wir jetzt bewundern könnten. Also in Wirklichkeit sind die nicht irgendwie Anti-Helden oder, oder stark, ja, so Hannibal Lecter, wo ja ganz viele Leute denken, oh, wie faszinierend, ja, wie charismatisch. In Wirklichkeit sind das Leute, die ihr Leben nicht im Griff haben und die unglücklich sind, da gibt es nichts zu bewundern. Hast also du selbst auch mit Serienmördern zu tun gehabt? Ich hatte tatsächlich auch schon mit Serienmördern beruflich zu tun und auch im therapeutischen Kontext. Trevor möchte von dir wissen, woran erkennt man einen Psychopathen? Es gibt ein paar Eigenschaften, da sagt man, ja, die sind sehr egoistisch, die stellen sich über andere, die Psychopathen, die denken nur an sich, die manipulieren viel, die haben kein schlechtes Gewissen, haben keine Angst vor Strafe, sind so ein bisschen größenwahnsinnig und sind einfach total rücksichtslos in dem, was sie machen. Manche von ihnen werden deswegen kriminell. Und andere werden vielleicht nicht kriminell, aber beuten Menschen aus, zerstören deren Leben, deren Finanzen und deren Gefühlsleben. Es ist aber auf jeden Fall nicht ratsam, loszulaufen, nachdem man einen Artikel über Psychopathen oder ein Buch darüber gelesen hat und zu versuchen, seine Schwiegermutter oder seinen Chef zu diagnostizieren. Denn ihr seid befangen bei Menschen. Besonders bei Menschen, die ihr nicht mögt. Mega, sorry. Nach meinem ersten Buch habe ich ganz viele Leserbriefe bekommen, in denen drin stand, danke, ich verstehe jetzt meinen Ex-Partner besser. Und ich habe gedacht, Nee, so war das nicht gedacht. Und seitdem sage ich auch bei den Vorträgen immer, versucht nicht, Psychopathen zu diagnostizieren, sondern schaut einfach drauf, ob Menschen euch schlecht tun oder gut tun und überlegt dann, wie ihr damit umgeht. Limo 13 möchte von dir wissen, welchen Rat hast du an Opfer von Sexual- oder Gewaltstraftaten? Ich habe zum Beispiel einmal privat eine Frau kennengelernt, die mir dann gesagt hat, sie wurde vergewaltigt vor 20 Jahren und sie hat ihr Leben lang panische Angst gehabt, dass dieser Täter, den sie überführt hatte, dass der sich rächen würde. Und sie habe immer noch Ängste und Albträume. Und ich konnte ihr erklären, bei diesem Tätertypus bin ich sehr sicher, dass er sich nicht rächen wird, denn ich hatte viele ähnliche Täter in Behandlung und die haben ganz viele andere Dinge, um die sie sich in ihrem Leben kümmern wollen. Und Rache ist bei diesem Tätertypus sehr unwahrscheinlich. Und sie hat gesagt, das hat ihr unglaublich geholfen. Ich finde es wichtig, dass sich die Menschen, die Opfer werden, Hilfe holen, denn zum Beispiel eine Traumatisierung sollte man möglichst früh behandeln, damit sie nicht chronifiziert, damit sie nicht über die Jahre immer schlimmer wird. Also wenn man Opfer wird, sollte man auf jeden Fall erstmal mit einem Therapeuten reden und der kann dann sagen, ob vielleicht eine Therapie nötig ist. Es gibt auch Organisationen für Opfer wie den Weißen Ring und ich denke, ich würde jedem Opfer raten, nicht sich in sich hinein zu verkriechen, sondern sich wirklich professionelle Hilfe zu holen, in jedem Fall. Das kann nicht schaden, das kann nur nützen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr wissen möchtet, was der verurteilte Mörder Henry Oliver über seine Tat und seine Zeit im Gefängnis zu sagen hat, dann klickt hier.